Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück in Fallout Shelter. Diesmal aus meinem Bunker, denn es gibt ein neues Update für das Spiel. Und zwar die Version 1.72, also der Patch 1.72 besser gesagt, ist draußen, der einiges mit sich bringt. Unter anderem gibt es jede Menge neue Questarten. Ja, zum Beispiel hier begrenzte Zeitquests, ja, die wirklich nicht lange zur Verfügung stehen, vermute ich mal. Dann natürlich auch tägliche Quests sowie wöchentliche Quests. Also bin ich echt gespannt hier in der Vortex-Box. Richtig cool. Und natürlich die altbekannten Storyline-Quests. Wobei es hier auch noch eine hinzugekommen ist. Und zwar jede Menge, die ich gerade sehe. Cool. Das ist ja schön. Okay, ja, bin ich gespannt, wie es weitergeht. Ja, unter anderem auch neu ist, dass man hier jetzt Quests abbrechen kann. Beziehungsweise, ja, wenn man keinen Bock auf die Quest hat, dann kann man sich eine andere aussuchen. Es ist ähnlich wie jetzt hier mit den ganzen Zielen. Ja, da kann man ja auch die austauschen. Ja, sehr cool. Freue ich mich. Bin ich echt gespannt, was dabei rumkommt. Und ja, ich schaue gerade mal. Also die beiden brauchen noch, die drei brauchen noch 2 Stunden, bis sie da sind. Mr. Handy braucht noch 4 Stunden, bis er wieder bei mir ist. Aber ich würde sagen, hier komm, ich habe gerade Ewigkeiten von diesen Flaschen übrig, von diesen Coca-Cola-Flaschen. Ich würde sagen, ich starte die mal. Jawohl. Ziel auf den Kopf heißt die Quest. Und ich weiß gar nicht, was wir machen müssen. Auf jeden Fall braucht jeder... Ah, genau, den Leuchtenden töten. Und ja, wie man sieht, ich habe als brauche als Grundvoraussetzung für diese Quest mit jedem meiner Bewohner einen Laborkittel. So, das Ding ist mal wieder groß und ich sage mal, rein geht's. So, Waffen raus und weg mit den Ghoulen. So, ich glaube, ich habe mir was mit der unter der Quest was anderes vorgestellt. Ja, habe ich. Deswegen habe ich auch nur 15 Run Away dabei. Ich hoffe, dass es reicht. Aber naja, wird sich zeigen. So, rein geht's. Aber der Patch bringt nicht nur neue Quests mit sich, sondern auch neue Bewohner, die man finden kann. Ich gehe gerade nochmal zurück und loote den hier. Kann ich den looten? Ja, kann ich. Wunderbar. Genau, bringt auch neue Bewohner mit sich, die man freispielen kann, finden kann, wie auch immer. Und ja, bin ich gespannt. Finde ich cool, dass die da wirklich regelmäßig Updates raushauen für das Spiel. Denn es macht einfach auch nur irre Laune. So, mal schauen. Es sieht einfach total bescheuert aus hier mit dem Laborkick. Okay. Genau, Statusbericht, ich bin an einem seltsamen Ort mit ihr. So, was kommt hier raus? Maulwurfsratten, okay. Okay, das kriegen sie selber hin.
Da brauche ich jetzt nicht gezielt, die zu killen. Wunderbar. Kronkorken schmeißen sie nicht wirklich raus. Bis jetzt die Gegner. So, weiter geht's. Sehr gut. Bitte was? Ist das was Neues? Taschenuhren? Okay. Ich wüsste jetzt nicht, ob es die schon gab oder ob das neu ist. Keine Ahnung. Okay, wir kriegen jetzt auf jeden Fall jeder mal ein Stimpack. Runaway zum Futtern. So, oh, ist das noch ein langer Weg? Aber es wird lang. Ja, cool. Eine Taschenuhr. Ich glaube, es war sogar eine legendäre. Okay, bin mal gespannt. Also wenn dem so ist, wenn es auch wirklich legendäres Klebeband. Also wenn es dem wirklich so ist, dass es auch neue Items. Ich habe gerade keine Ahnung, ob es Taschenuhren schon gab. Weiß ich nicht. So, erst auf den Ghoul. Den Leuchtenden hier. Ach du Scheiße. Ja, der hat auch eine ordentliche Spezialattacke gehabt. Jawohl, abgeschlossen, Ziel auf den Kopf. Sehr gut. Oh, das gab drei Flaschen. Und noch eine Taschenuhr. Oder was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ob es das schon gab, ich weiß es nicht. Naja, bin mal gespannt. Okay. Nicht mehr lang. Die letzten beiden Etagen. Und ein Bauplan gefunden. Wunderbar. So, Kronkorken gab es bis jetzt nicht wirklich viele. Okay, hier ist nichts drin. Ah, noch ein Bauplan, kurz. Und die letzte Etage.
Roter Bauplan. Was ist denn los? Wunderbar, das ist ja richtig gut. Drei Baupläne. Ist halt die Frage, was passiert, wenn man alle Baupläne hat? Ob man da noch neue findet oder wie wird das verrechnen? Ich weiß es nicht. Was dann passiert? Raum. Gut, und dann ist das Ganze hier auch fertig. Und ich würde sagen, ich heile euch noch mal so weit. So. Und dann ist das hier auch schon erledigt. Okay. Zurück zum Wort. Jawohl. Eine Golduhr. Ich glaube, das ist... Ich weiß es echt nicht. Ich kann es echt nicht sagen, ob die neu ist als Item. Weiß ich ehrlich nicht. Okay, gut. Ja, Quest abgeschlossen. Zurück zum Wort. Und ja... Dann bin ich mal gespannt, was es hier noch so an weiteren Quests mit sich bringt. Keine Ahnung. So, hat sich auf jeden Fall hier lootmäßig ordentlich gelohnt. So, dann würde ich sagen, schaue ich doch nochmal schnell hier rein, bevor ich die Quest abgebe. So. Das Ding braucht nur 3 Stunden, bis man da ist. Für Stufe 12. Die braucht Stufe 32 als Herausforderung. Ist eine Wochenquest. Kann ich die schon starten? Ich hau erstmal so meine Standardbewohner mit rein. Samuel. Und die gute Sarah. Und wen nehme ich noch? Acht bis zwölf, siebzehn. Komm, hier, das Ding. Gut, dann kriegt jeder nochmal hier Stimpacks. Sicher ist sicher. 15, 15. Ja, und dann würde ich sagen, Quest beginnen. Und dann schaue ich mal, wie das hier mit dieser wöchentlichen Quest so ist. Gut. Ja, dann würde ich sagen, in 22 Stunden sehen wir uns wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und...